Sonnenuntergang da hinten. Ja, wo bin ich hier eigentlich genau? Eine gute Frage. Barbe macht gerade Pause im Pool. War der Frank ja pfiffig und haben gesagt, weißt du was, wir setzen uns einfach unter der Palme. Bei der Höhle ist Licht in Sicht. Kinder, jetzt wird wieder ernst. Wir nutzen jetzt mal die Mountbox, mal gucken, ob das funktioniert. Ich fahre jetzt mal hier rüber auf Tee. Tee, ja. Und wehe, das Ding geht nie auf. Werden wir ja sehen. Wehe. Rosa-rote Brille ist griffbereit, aber ich denke mal, wir haben ja schon zweimal. Aber nicht in Spanien, oder? Doch. Nur bei den Franzosen war das doch, oder nicht? Einmal. Das weiß ich nicht. Oder waren wir hier auch schon? Weiß ich es gar nicht genau. Ich fahre mal schön langsam hier ran. Genau. Hey. Oh, wow. Kinder, also ich kann euch den Gefallen mit der rosa-roten Brille nicht tun. Die Schranke ging leider auf. Was soll ich machen? So, Vollgas rein da jetzt. Jetzt wissen wir auch, warum die Autobahn so leer ist. Ne? Ja, ja. Aber eine Mautstation kommt. Wir haben schon gerade gedacht, da ist gar kein Auto. Ist ja kein Mensch. Genau, warum nicht? Hey Leute, vor uns kein Auto auf der AP7. Und wenn du mal nach hinten guckst, seht ihr das jetzt hier? Oder warte mal. Hör mal, schon kostet ein paar Minuten, ist die Autobahn leer. Unglaublich, ne? Was soll's. Ja, wir sind hier also fast am Ziel angekommen. Von der Hauptstraße, so eine kleine Buckelpiste. Da seht ihr schon das Schild. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir noch ein Plätzchen für uns haben. Wie lange wir jetzt hier bleiben, keine Ahnung. Müssen wir ich gucken. Vermute mal, wir stehen da wieder alleine. Nee, glaube ich nicht. Weil er ist mittlerweile so bekannt, der Platz. Auch hier rechts hoch jetzt. Was? Ja, da darf es keiner entgegenkommen, würde ich sagen, oder? Das ist schon wieder spektakulär hier. Ich lasse die Kamera jetzt mal so ein bisschen mitlaufen, auf jeden Fall. Auto fliegt schon wieder alles durch die Gegend. Ja, nun. Jetzt müssen wir ein bisschen hier hoch. Wenn jetzt einer entgegenkommen würde, wäre jetzt gerade mal eben schlecht. Was sie da bauen, keine Ahnung. Wasserbecken vielleicht oder so, weiß ich nicht. Ja, zumindest asphaltiert, ne? Ist aber asphaltiert, genau. Also eigentlich gar kein Problem zu fahren. Nur halt mit dem Ausweichen, aber geht glaube ich auch an einigen Stellen. Hey, kommt einer. Echt? Nee, das ist auf der Straße da, nicht? Ja, ich verstehe. Wie eine Oase, ne? Rezeption. Check-in. Stop. Habe ich dir gesagt, da steht ein Auto. Ich würde sagen, ich halte mal jetzt hier an, ne? Ich mache ja Leute machen. Ja, ihr Lieben, wir sind angekommen in La Ermita. Hier in der. Ja, wo bin ich hier eigentlich genau? Eine gute Frage. Schlangenbucht. Das ist nicht weit von hier weg, dazu kann ich schon mal sagen. Da stehen wir jetzt. Ich glaube, nettes Plätzchen. Das ist wie so eine Oase, Palmen ohne Ende.
nur ein Camper noch da oder zwei. Ne, da ist ein Dauercamp. Ist wahrscheinlich länger hier. So. Da hinten, wo die Autos stehen, rechts. Das Gebäude, das hintere ist die Rezeption. Total nett. Da hinten ist Müll. Die Mülltonnen da ganz hinten. So, da ist der Pool und da soll auch Toilettenhäuschen sein. Da gehen wir mal gucken. Ja, da ist jetzt noch so eine Sitzecke, wenn ich das so richtig sehe, wo man sich hinpflanzen kann, wenn man Bock hat. Auch nicht schlecht gemacht. Das ist der einzige Camper außer uns, der noch hier ist. Das ist unvorstellbar, warum wir so wenig sind hier. Keine Ahnung. Und hier ist der Pool. Ja. Da. Klein, aber fein, würde ich sagen. Da ist er. Da werden wir uns gleich auch nochmal schön reinjagen. Ich hoffe, der ist nicht so kalt. Da ist closed. Ah, da ist Toilette. Wahrscheinlich. Ja, Toiletten wollte ich ja nicht mehr filmen. Ich habe es so mitgenommen, weil ich meine gut zum Klo gehe hier. Da komme ich jetzt hier auf so ein Männerklo rein. Ich habe da direkt die riesen Dusche dabei hier. Toilette. Alles Mögliche. Waschbecken. Und picobello sauber, kann ich euch sagen, auf jeden Fall. So, bis gleich am Pool. Also da steht's dran. Hier ist der Shop, Laden, Cafeteria. Aber der ist im Moment noch zu. Closed. If you need something, go to the reception. Tja. Ja, ein paar Sachen sieht man da drin noch, aber wahrscheinlich wird das hier auch erst im Juni losgehen. Vermute ich mal ganz stark. Die Frau mit der roten Kappe, da ist hier die Weinrezeption. Da hinten könnt ihr noch waschen. Waschmaschine ist dabei, sogar ein Preis mit drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Das könnte hier so ein Boulplatz sein hier vorne. Ja, also der Platz ist eigentlich, ganz ehrlich gesagt, mega. Die Landschaft hier drumherum. Ja, Träumchen. Die Plätze ausreichend, Strom da, dann Wasser kannst du da glaube ich auch ablassen, wenn ich richtig gesehen habe. Wenn man einen Schlauch bei hat, wohl gemerkt. Ne? Aber ansonsten, ich will überlesen, auch nochmal die Markise auszupacken. Da seht ihr nochmal den Frischwasserhahn ist da, hier an jedem Platz, Steckdose. Ja, und hier ist wahrscheinlich, wenn du einen Schlauch hast, Grauwasser abzulassen. Barbe hat wieder alles aufgelassen hier. Die Barbe hat wieder alles offen gelassen. Schön, dass die Fliegen reinkommen. Hier. Geld. Und weißt du, was sie mir gerade sagte? War die gerade bei dir? Ja, natürlich. Lass die Tür hier zu. Ja, willst du mich hier? Ich fühle mich hier so eingeengt. Ja, aber die fliegen. Die hat noch ein Ensaimada für dich. Was? Ensaimada. Wann? Jetzt. Hat sie mitgebracht? Hat sie doch noch gehabt, ja. Oh, schön. Und noch besser, ja, heute Abend bekommen wir Melone. Oh. Ja. Als Begrüßung. Aber ich habe schon gerade gesagt, ne, ja. Ich war im Klo, ne, da ist Klo mit Dusche und Waschbecken alles in einem Raum. Ja, super. Und? Ja, schön. Und der Pool sind liegen, da ist kein Mensch. Ja, dann würde ich sagen, wo wir gleich sind, ne? Oder? Aber sowas von. Ja, aber sowas. Dann werden wir uns mal richtig da reinjagen, ne? Also richtig. Du ein Körper, ne? Natürlich. Und dann ein Rückwärtssalto rein? Ja, genau. Ne? Und ich gehe so die Treppe runter. Ja, genau. Ja, wieder unglaublich, ich glaube fast 30 Grad. Ist kaum auszuhalten, ja. So. So, da ich ja zu faul war, die Markise auszufahren, wieder. War der Frank ja pfiffig und haben gesagt, weißt du was, wir setzen uns einfach unter der Palme. Oder nicht? Gute Idee, ne? Gute Idee. Ich bin Fuchs. Wir sind Fuchs, ja. So, und dann nochmal, ne, zur Information. WLAN-Verbindung, guckt euch die Zeichen an. Volle Pulle auf dem Platz hier. Wir stehen ja ziemlich weit weg von der Rezeption. Also,
über Internetempfang, weil da, wo in Los Esculos hat es LTE einen Punkt. Egal, wo wir da fast waren, überall Müll, ne? Ja, und hier? Hier ist echt mega. Ja, ja, und super nett, ne? Nicht nur, weil wir heute Amelone bekommen, nein, wirklich total nett. Wir haben auch gesagt, wir können die Waschmaschine auch umsonst nutzen, wenn wir möchten, heute einmal. Dann werde ich wahrscheinlich mal unsere Handtücher einmal durchwaschen heute Abend. Und ja, direkt Informationen gegeben, wie wir am besten zu den tollen Stränden kommen. Da werden wir morgen hinfahren, wo die nächste Tankstelle ist und, und. Also. Langenbuch gucken wir uns natürlich auch mal an, ist klar, ne? Ja. Wenn wir einmal hier sind, Ziegenwiese, schon viel von gehört, gesehen, aber selber noch nie da gewesen. Aber nur mal zum Luren, weil da kannst du eh nicht mehr stehen. Und wir haben jetzt hier bezahlt 40 Euro für zwei Nächte, drei kosten 45. Ja. Aber drei waren uns jetzt zu lang. Vielleicht, ja, müssen wir mal gucken, ne? Nur das einzige Problem ist auch hier wieder, Kinders, guckt euch das an. Ach, mich kirre. Nein, das ist aber allgemein. Ja, die fliegen, also egal, das ist... Hör mal, ach so, hör mal, wo ist der Propeller? Den hole ich gleich. Ey, unser Propeller, haben wir euch das schon vorgestellt? Ich glaube ja. Ohne Propeller gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Ich müsste mir einen auf den Kopf setzen, an und mit Beine machen. Top-Gadget Spanien. Leute, Barbara verlinkt das beim Amazon-Link. Ja. Wer das nicht holt, ist selber schuld. Der hat nicht anders verdient, ja, als von den Viechern gepiesackt zu werden. Wenn ihr den Propeller am Tisch stehen habt, habt ihr euer Kuchen, eure Tasse da drunter, da geht kein Viech mehr dran. Klar, die Beine gehen sie noch, dann müssen sie so noch zwei, drei Propeller mehr haben, die du unterm Tisch stellst. Aber bei mir ist halt ja speziell, weil ich hasse Fliegen. Ich hasse Fliegen. Weil die setzen sich überall drauf, legen ihre Eier, sitzen auf jeden Scheißhaufen, dann fliegen sie auf mein Emsalada, was da rumlief, weil ich mal im Moment nicht aufgepasst habe. Schon esse ich das nicht mehr. Ja, noch, ich habe ja nur Auge drauf, bis wir den Propeller haben. So, Kinders. Da ist das Ding. Der Propeller dreht. Alles, was jetzt in der Nähe vom Propeller ist, da kommen auf jeden Fall keine Fliegen mehr hin. Ja, normalerweise müsste es jetzt davon unterm Tisch rechts, links, neben dir noch einer haben. Wird mit USB aufgeladen. Barbara verlinkt hat, ist bei uns im Shop, ne? Ja. Das Ding hier? Ist schon drin. Ist schon drin im Shop. Amazon Shop, da könnt ihr das finden. Wie teuer, weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Müsst ihr gucken, weiß die Barbe nicht auswendig, aber ist nicht teuer. Aber das ohne Ding gehe ich nicht mehr aus dem Haus, draußen. So, Kinder, sieht relaxen aus. Schön am Pool. Die Barbe kommt auch gleich. Ja. Die Barbe da neben mir am Platz freigehalten. Da ist sogar eine Liege bei, also so ein Auflage bei. Kommt schön Handtuch drüber. Habe ich ja hier auch. Ja. Die Barbe hat sich reingetraut. Ja. Kalt, ne? Aber mega schön. Mach mal lieber die Umgebung hier. Habe ich schon. Ja. So, Kinder, der Frankie hat ja einen Pool hier. Jetzt sind wir ganz alleine. Da sind zwar ein paar Leute mit. Mann, die scheiß Fliegen, ich könnte kotzen. So, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen abgekühlt und jetzt, ich habe unheimlich Bock, mich jetzt da rein zu jagen. Mit schönen Frontflip. Das Problem, wenn die Barbara da mal reinfilmt, das Wasser ist nur bauchtief und hier sind die Treppen. Und der Anlauf ist von hier aus nicht besonders lang. Und das zweite Problem ist, hier ist eine Kante und hier ist die Kante. Die muss man genau treffen. Und es ist nicht hoch genug. Da müsste ein bisschen höher sein. Das heißt, mit Sicherheit wird das ein Rückenklatscher werden. Aber scheiß drauf, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und ich würde sagen, rein da, oder? Ein Auto, ich warte noch mal eben. Genau. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur Schlangenbucht, wollen uns die mal anschauen, Ziegenwiese vielleicht auch. Und am Weg dahin, circa 2 Kilometer von der Schlangenbucht entfernt, ist der Ersatzplatz entstanden. Das Camping Playa Parazuelos. Ein riesiger Stellplatz. Natürlich noch wenig begrünt. Ein paar Palmen stehen da. Im Moment sehr leer. Also sind kaum Fahrzeuge da. Ich finde den gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, das ist alles hier gut gemacht, parzelliert und man kann auch hier über die Straße direkt zum Strand. Ja, also wie gesagt,
Playa Parazuelas, wenn er jetzt um die Zeit kommt, da braucht er auf jeden Fall nicht zu reservieren. Ob man da reservieren kann oder so weiter, keine Ahnung, am besten mal auf die Homepage gehen. Auf jeden Fall ist das hier der Ersatzplatz für die Schlangenbucht. Natürlich nicht mehr mit der Aussicht, ne, ist klar. Aber wenn man hier vorne, ihr seht ja diese Stelen hier, diese, ja, sollen ja einen Zaun darstellen, mehr oder weniger. Wenn man aber da in der ersten Reihe steht, hat man, wenn man Glück hat, auch so ein bisschen mehr Blick, ne, oder? Obwohl, der liegt ein bisschen tiefer. Das reicht, wir fahren jetzt weiter zur Schlangenbucht. Dreimal dürft ihr raten, wo wir jetzt sind. An der berühmt-berüchtigten Schlangenbucht, Parazuelos. Ja, da sage ich jetzt einfach gar nicht mehr viel zu, weil da ist ja schon alles zugesagt worden. Könnt ihr selber im Netz googeln, bis wann die hier belegt war mit Wohnmobilen und ab wann die leergeräumt wurde und so weiter. Wir haben eigentlich gedacht, dass hier zumindest, sage ich mal, diese Bar auf hat, dass man da was zu trinken bekommt, aber ist nicht an dem. Und ja, wir zeigen euch jetzt ein bisschen, wir laufen da hinten mal hin, filmen einmal drüber. Ganz nett, sag ich mal, ne? Also ist wirklich schon schön, auch der Strand hier ist schön, muss ich wirklich sagen. Also von jetzt, ja, also man kann gut hier hinfahren. Parkplätze sind ja en masse da, um hier einen Tag am Strand zu verbringen. Aber dran denken, trinken, alles einpacken, gibt hier nichts. 2,10 Meter Durchfahrthöhe. Ja, stimmt, 2,10 Meter Durchfahrthöhe, genau, PKWs passen durch. Andere Fahrzeuge dann nicht. Auf der will direkt vor der Einfahrt fahren. Ach so, okay. Ja, kein Meter laufen. Nein, genau. Gibt so viele, die keinen Meter laufen wollen, aber ist okay. So, wir gehen jetzt mal einmal da runter und dann gucken wir uns das Ganze an. Ne? Ja. Kopfstand gemacht, das Mädel hat den Kopfstand gemacht, da muss ich auch mal nachmachen da. Ja. So, und jetzt, in die Richtung da, muss ich irgendwie Ziegenhügel sein. Ich fahre mit dem Rollerstuhl, da mache ich Opa dahinter, ich weiß gar nicht genau, wo ich war. Da muss ich da hinten dahinter sein. Jetzt hier Beachbar, hört ihr und seht ihr vielleicht auch so ein bisschen, Frank, der hebt sich mal einmal genau hinter den Dünen und die ganze, die heißt hier, Moment, da muss ich mal wieder ablesen, da kann ich mir nicht merken. Jetzt will auch noch Face-ID haben, warte mal. Chiringuito Parazuelos 16. Ja, Halleluja. Haben wir morgen nochmal. Genau, ganz in der Nähe von der Schlangenbucht, also findet ihr auf jeden Fall. Aber zur Schlangenbucht, weil es ja ganz nett da, ne? Aber so richtig, so begeistert, wie so viele sind, weiß ich nicht, oder? Ja, doch, die Schlangenbucht, die ist schön, ne? Aber, ja, was soll ich jetzt sagen, ne? Also... Würdest du das wochenlang stehen? Nee, das weiß ich jetzt schon. Hola. Hola. Gib mir einen tollen Kaffee? Ja. Ich nehme. Ja. Gracias. Den haben so, ich wollte Kaffee Colette, dann der Kaffeeautomat ist wieder aus. Ja. Jetzt hat sie mir was von kaltem Kaffee erzählt. Da ist er. Und den probieren wir mal, ne? Ja. Guck mal, Barbara, schön hier, ne? Schön hier. Aber ich wollte noch was sagen zur Ziegenwiese. Da würde ich auch nicht... Ich dachte, da kann man mal für ein, zwei Nächte stehen. Ja, Ziegenwiese war ich noch enttäuscht davon, ne? Ja, weil da kein richtig schöner Strand ist, ja, ne? Irgendwie weiß ich auch nicht. Da waren so ein paar Alt-68er noch, ne? Ja, ist da nichts gegen einzuwenden. Nee, ich aber ich ja irgendwie... Gut. Aber weil dieser Hype um diese Schlangenbucht, ja, die ist schön. Da kann man mal hinfahren für einen Tag, aber ich würde es nicht, ja, der Frank, der wird da sowieso nicht stehen bleiben, weil da kein Empfang ist. Oh.
Internetempfang könnte da eine Tonne kloppen, da geht fast gar nichts. 3G hat die da noch. Na ja, egal. So, wir lassen uns jetzt hier den kalten Kaffee schmecken. Bis später. Quatsch mal. Also, ich muss erst sagen, ehrlich sagen, ich bin ganz begeistert. Ne? Die sind so mega nett. Ne? Gerade kamen die beiden Betreiber-Ehepaar, kamen hier hin. Die heißt übrigens auch Barbara. Kamen hier hin und guck mal hier. Eine Wassermelone. Wie geil ist das denn? Haben sie uns geschenkt. Mega, ne? Oder? Die laufen beide dahin. Ja. Finde ich so nett, ne? Also wirklich ja. Super, ne? Ja, ganz toll. Also, ja. Ich glaube, wir verlängern hier. Wir verlängern hier. Wir verlängern hier, ja. Ja. Ich hab jetzt mal immer. Bist du da? Ja. Mach mal kurz auf die Instrumente auf. Ich hab irgendwie mal kurz auf den Boiler. Okay. Nee, es ist Autopilot drin. Ach, Autopilot, ja, okay, alles klar. Ich bin entspannt. Wahnsinn, die Aussicht, ne? Ja. So ihr Lieben, Abendbrot ist gegessen und jetzt macht die Barbe die Melone, die und die netten Platzbetreiber hier gebracht haben vorhin. Ja, also da müssen wir uns echt nochmal für bedanken. Boah, ich habe noch nicht ein richtiges Messer mit. So, jetzt darfst du schon mal essen, Frank. Darfst du. Hast du mal ein Tuch eben für mich? Moment. Ja. So, wir machen mal Schluss hier. Für heute würde ich sagen, ne? Okay, bis morgen in alter Frische. Morgen sehen wir uns in alter Frische und dann werden wir noch zu einem ganz tollen Strand fahren. Bereit nur morgen. Morgen. So. Haben wir überhaupt schon Begrüßung gemacht für den Film? Wir sind hier in La Ermita, ne? Fangen wir nochmal neu an. Warum? La Ermita. Ich kann mir einfach nicht merken. La Ermita. Ja. Auf dem Campingplatz. Und sind hier, wie ihr seht, von Fliegen befallen. Hör mal, Fliegen in Spanien ist die Hölle, ehrlich. Ja. Da geht mir sofort offen. Also egal, wo wir sind. Also ich finde, Fliegen sind extrem dieses Jahr hier. Ist es noch nie so aufgefallen? Und unser Fliegenventilator ist wirklich top gadget. Leute, da ist schon eine Fliege an der Kamera. Ja. Ja, fahrt nicht ohne den Fliegenventilator los. Dann habt ihr am Tisch keine Ruhe, ehrlich. Genau. Wenn der am Tisch steht, habt ihr Ruhe. Das sage ich jetzt wirklich, meine ich wirklich todernst. Ich mache ja viele Späße, aber das meine ich todernst. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon kaputt gemacht habe. Ehrlich, Entschuldigung, mir ist auch scheißegal. Aber da fliegen, das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. So, wir fahren jetzt zu den Beaches, ne? Die Beaches, ja. Nicht? Hast du auf dem Meer, oder nicht? Ja, aber erstmal zu dem einen nur. Cala Cal Negre. Der soll sehr schön sein. Hier. Negre ist schwarz, oder? Ist der schwarz, oder nein, was? Nein, weiß ich nicht, ob der schwarz ist. Der Sand vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Da fahren wir auf jeden Fall hin. Und ja, würde sagen, wir melden uns, wenn wir wieder da sind, ne? Oder? Genau, da. Ja. Übrigens, gestern hat hier noch einer gestanden. Der ist gerade weggefahren. Da ist so ein Dauercamper, der ist aber nicht da. Wir sind hier auf dem Campingplatz ganz allein. Hier ist kein Mensch. Ja, haben also den Pool für uns. Dann gehen wir heute Nachmittag auch wieder hin. Waren wir gestern schon. Da werden wir uns heute Nachmittag nochmal. Wir sind gestern nämlich schon angekommen hier. Haben nur noch nicht groß gefilmt, ne? Oder haben wir doch, ja, Pool doch, haben wir auch schon haben wir gefilmt. Ja, hast du ja schon. Wollen wir nochmal schön reinjagen, naja. Aber die Bilder, die kommen jetzt erst, ne? Ich weiß nicht gar nicht, wann das die kommen. Hör mal da, Leute, ich komme ja gar nicht mehr klar mit der ganzen Filmerei. Das war jetzt die Begrüßung und die Bilder von gestern spielen wir die sind, jetzt. Nee, die sind schon drin. Ich kann sein, ich verspreche jetzt gar nichts, so, weil ich okay. Das, wenn ich das schneide, schon nicht mehr daran erinnern kann. Okay. Daran kann ich mich nicht erinnern. Okay, dann machen wir es aus und melden uns. Übrigens, da nochmal zu Ellen schon mal startklar, ne? Wasserflasche, Rucksack, Handtuch. Wassermelone. Ja, steht hier. Wassermelone, von die wir gestern gekriegt haben, haben wir auch bei. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, los geht's, ne? Los geht's. Wenn da was Schönes gibt, filmen wir natürlich. Natürlich.
Ja, heute ist Beachtag angesagt. Wir sind hier Cala Calnegre und Suellen hat uns sicher hingeführt. Ja, wunderschön. Also wirklich ein ganz feinsandiger Strand. Toll. Restaurant ist auch am Start, hat aber noch nicht auf. Ich denke mal, ist nicht so eine Beachbar, sondern ist eher ein richtiges Restaurant. Ist nämlich schon fein eingedeckt. Und gibt da keinen Kaffee dann? Werden wir sehen. Auf jeden Fall, wir haben ja Wassermelone dabei. So. Und jetzt suchen wir uns ein schönes Plätzchen, genau, würde ich sagen. So, Kinas, jetzt, damit die unfallfrei aufgeht, Wassermelone am Beach. Ja. Da ist das Wasser. So, nochmal am Pool, Leute. Wir haben den ganzen Platz für uns alleine. Den ganzen Pool, der ist unglaublich, ne? Ja, Privatpool. Da, die Dauercamper, die sind nicht da. Dahinter stehen wir und guckt da dann. Das kriegst du nicht auf zu sehen. La Ermita. Und kein Mensch. Barbe macht gerade Pause im Pool. Da die beiden liegen, sind auch da. Mit Auflagen, wunderbar. Und wenn du willst, hast du auch noch zumindest einen Sonnenschirm. Mega, ne? Oder? Mega, genau. Also ist der schönste Platz auf jeden Fall. Ne? Klar, wenn du zum Meer willst, musst du 6-7 Kilometer, 6-7 Kilometer ungefähr, da musst du schon Fahrbahnuntersatz haben. E-Bikes auf jeden Fall. Oder wie wir, ein Roller, wir waren schon zweimal unterwegs. So. Der Tag am Beach ist rum, am Pool auch. Da ist die Barbe. Gegessen haben wir auch. Gegessen haben wir auch. Geduscht haben wir auch. Und ich habe gerade eine halbe Stunde mit dem Besitzer gequatscht. Der heißt, glaube ich, auch Barbara. Er weiß, wie er heißt. Ja. Ein bisschen schwierig, ein bisschen Englisch sprechen sie. Die nettesten Platzbetreiber, die ich bis jetzt erlebt habe. Ja. Kann man nicht anders sagen. Perfekt. Also mehr geht nicht. Also, nee. So super nett. Unfassbar. Also nicht nur, weil wir die Wassermelone. Und wenn ich das schon sage, soll was heißen. Ja. Und wir sind jetzt tatsächlich ganz alleine hier. Hier ist kein Mensch. Im Winter hat sie mir gesagt, sehr voll hier. Wir halten jetzt die Stellung. Deswegen bauen die jetzt da vorne in der Ecke. Da wird da noch zusätzlicher Platz gebaut, hinter wo die Betonmischer da stehen. Und mal ein Blick hier beim Sonnenuntergang da hinten. Ja, den wollen wir jetzt von oben an. GA. Also, könnt ihr schon erkennen, abends sind die Palmen teilweise beleuchtet. Das sieht so schön aus, ne? Und hier, ne? Da wird alles noch eingepflanzt. Hat sie schon mal die Blumen hingestellt, die werden noch eingepflanzt. Also wirklich so wunderschön. Warte mal, ich hör mal nicht mehr. Da ist der Pool nochmal, den wir heute ganz für uns alleine hatten. Ja, und ach nee, wir müssen da hoch. Ja, ach so, wisst ihr, was da drin ist? Da würde ich nicht aufmachen jetzt. Da, da ist nichts drin, hat er gerade aufgemacht. Ja, da ist nichts drin. Bienenwaben, der macht auch eigenen Honig, stellt er her. Ja, genau, den können wir auch hier käuflich erwerben. Irgendwo ist hier, hier kannst du ausspülen, Barbara, sehe ich gerade. Ja, hier kannst du. Wir waren außen spülen. Außen spülen, ja. Das hier, aber dann hier eigentlich und Waschmaschinen genau. Noch, ja. Genau. 3 Euro. Genau. Hat die nicht gesagt, ist ein Preis mit drin dabei gehört? Ab so und so viel Übernachtung, glaube ich. Ach so, ja, irgendwie so weit. Aber ist auch egal. Also wir hätten ja jetzt machen können, wir haben wir jetzt aber nicht. So, und zum Platz dazu. Weiß ich nicht. Gucken wir hier auch nochmal eben, wenn die Barbe hinterher rennen. Ach nee, hier ist nur Auflagen. Ja, nicht Auflagen und Und zum Platz dazu gehört dieser kleine Wanderweg hier. Der geht jetzt hier vorne, dann da oben hoch zu so einem kleinen Aussichtspunkt. Da oben sind alles Kakteen. Und für Leute, die Hunde dabei haben, können sie nochmal einen schönen Spaziergang. Also ein ganz toller Platz für Hunde auch. Ne? Super hundefreundlich. Die haben selber ein oder zwei. Ne? Ach hier, guck. 2 Entsorgungsstationen direkt nebeneinander. Da ist auch Chemietoilettenentsorgung. Müll habe ich ja schon mal gefilmt, glaube ich. Aber das ist jetzt auch alles da, was man braucht. Jetzt gehen wir mal hier hoch und wenn wir gleich da oben sind, filme ich nochmal runter. Komm, wir gehen nochmal ein Stückchen höher. Oh, hier war steil. Ja. Du wolltest hier hoch. Ja. Stückchen. Alter Lachs, das geht. Komm, auf der Kamera glaube ich gar nicht so rüber, wie steil das hier ist. Ich habe nämlich gerade 18, 19, 20% würde ich sagen. Ein ohne Pott essen gemacht. Ja. Das ist ein Insider. Ohne Pott Koch. Genau. Und da waren wir gerade spülen und ich muss noch ein bisschen alles wieder abtrainieren. Nein, ein bisschen Bewegung, aber das ist wirklich steil genug, ne? Boah.
Das sind schon ein paar Prozent. Also das sind ungefähr im Auto Passstraße würde ich sagen über 20%. Ja, auf jeden Fall. Das merkt man in den Waden. Ja, ist doch gut. Ne? Guck mal, die Kakteen, die haben wir gerade von unten gesehen. Wadenbeißer. Ah. Wie hoch wir jetzt schon sind, innerhalb von der kurzen Zeit. Allein und verlassen da unten. Wahnsinn, ne? Guck mal, wie steil das jetzt hier ist. Und auf der Kamera kommt das ja gar nicht so rüber. Nee. Also wie eine kleine Oase und so ruhig. Ach, guck mal, da unten wohnen die Besitzer, in dem roten Haus, hat er mir gesagt. Ja. Ist ja sonst nichts anderes. Mit dem roten Dach. Ja. Oder da hinten. Oder da hinten. Vielleicht da hinten, weil da ist eine Lagerhalle nur dran. Ja, die habt ihr vorhin mit dem Auto langfahren sehen hier vor der Dingens. Ja, aber ist ja da hinten das Haus. Entweder das oder das da hinten, eins von den beiden wohnen die selber, die Besitzer. Mhm. Ja. Und hier wird der Weg von breit zu schmal. Da hat schon ein Hund hingebüffelt. Ja, gut. Aber ist halt die Hundestrecke hier. Ja. So, hier habt ihr nochmal einen herrlichen Blick runter auf die Oase. Ich bin nochmal ein Stück weiter gegangen auf dem Weg. Da kommt die Barbe. So, und dann könnt ihr hier schön sehen nochmal die Zufahrtsstraße zum Campingplatz. Dann geht noch weiter hier. Ja, ich denke mal, hier werden auch noch Gewächshäuser gebaut, ne? Ja, ihr Lieben, mit den tollen Aussichten auf La Ermita, unserem Campingplatz hier in Paracelos, oder wie heißt das jetzt hier? Nee, Paracelos ist, Paracelos, der, ist die Schlangenbucht. Ja, aber wo sind wir denn hier? Ja, in der Nähe von Mazaron einfach. Ja, in der Nähe von Mazaron. Ja, ein bisschen weiter weg ist Mazaron. Da gibt es ja keine Stadt hier in der Nähe, ne? Klar, nee, richtig. Aguilas, ne? Ja, genau, Aguilas ist in der Nähe noch, genau, ja. Also, das soll es für dieses Video gewesen sein hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die zwei Tage, die wir hier überhaupt verbracht haben, jetzt für uns geht es weiter. Wohin, verraten wir nicht, wissen wir selber noch nicht genau. Also die Barbert schon, aber ich auch. So ein bisschen haben wir schon geplant. Ja. Weil der Frank hat noch was vor. Lasst euch überraschen. Genau. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Ja, würde uns sehr freuen. Oder abonniert den Kanal, das gerne kostet abonnieren. Ja nichts, kennt ihr ja schon. Genau. Wir holen uns zweimal wieder, wie alle anderen auch, aber ist halt so, viele wissen das nicht. Ja, wie gesagt, fertig jetzt? Wäre toll. Ja, dass wir den empfehlen können, haben wir glaube ich schon mehrmals als einmal erwähnt. Ja, super nett hier die. Also müsst ihr, wenn ihr hier seid, fahrt ihr mal hin. Ja, aber im Winter, also in diese, ich sag mal so von, ja, hat er gesagt, Oktober, November an, ja, bis Februar, März. Muss man buchen. Genau, sollte man buchen. Sollte man buchen, da ist es wirklich sehr voll. Und jetzt im Mai, ja, seht ihr ja, wir hüten heute den Platz. Wir sind tatsächlich alleine hier. Aber haben wir gerade schon gesagt, haben bist schon jetzt gesagt? Fertig? Ja. Ich würde sagen, wir beiden. Haben wir schon gesagt, dass hier in der Nähe der nur ein Sparladen ist, 4 Kilometer entfernt. Ja, der ist, hier könnt ihr einkaufen gehen. Ja, aber wenn ihr jetzt kein Fahrrad dabei habt oder kein Roller oder so weiter. Müsst ihr euch vorher eindecken. Vorher eindecken. So. Und eine Tankstelle ist auch hier. 3-4 Kilometer, Repsol. Genau. So, ich würde sagen, wir beiden hübschön sind jetzt raus. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt hier weg und wir haben ja gesagt, die Betreiber sind super nett. Das ist der Mann von der Barbara und der hat uns da schon eine Melone geschenkt und jetzt hat er noch aus eigener Herstellung in Spanisch Honey, in Deutsch Honig. Nee, Honey ist Englisch. Honey ist Englisch? In Spanisch Miel. Ach, Miel. Miel. Miel, ja. Genau. Und, oder Honigwein-Mett, ne? Ne, Miel. Ja, Miel. Haben wir auch noch bekommen. Also der Platz ist hier wirklich absolut zu empfehlen. So nette Betreiber habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ja. Das heißt nochmal vielen lieben Dank. Many, Spanisch. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vielen Dank. Muchas gracias. Genau. Und wenn wir das nächste Mal hier sind, wir fahren auf jeden Fall wieder nochmal vorbei. Wenn wir auf jeden Fall. Wir kommen wieder. We come back. Okay. The next time. Please, please. We'll be waiting for you. Gracias, señor. Ja, gracias. Okay. Nochmal vielen Dank. Thank you so much. Warte. Danke. Danke. Okay. To your wife, many a greeting. Also, okay, Grüße. Okay. Gracias. Vielen Dank. Okay. Ciao, ciao. Also, du zwei nette Leute. Also, ist unglaublich. Ehrlich. Das ist nicht in Worte zu fassen. Nee. Also, sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Langsam, ne? Ja. So, jetzt sind wir aber hier endgültig weg. Da muss ich jetzt nochmal am Ende nachreichen.